Hallo und jetzt willkommen zurück zu Morrowind, hier irgendwo östlich von Caldera. Letzte Folge mal wieder einen Daedra-Schrein bezwungen und haben eine daedrische Kriegsaxt gefunden, die 50.000 wert ist. Für uns nahezu vollkommen nutzlos, weil wir Axt halt aber nur auf 6 haben und damit absolut keinen Schaden anrichten, weil wir nicht treffen. Vielleicht lasse ich mir das irgendwann mal ausbilden und teste die Waffe dann ein bisschen, weil die macht halt schon enormen Schaden mit 1 bis 80 oder 1 bis 60. Wäre vielleicht mal ein Versuch dann wert. Wir merken auch, wir sind ziemlich schwer geladen. Wir können gar nicht mehr weit springen. Finde ich auch echt ein cooles Feature, dass man nicht so schnell sich bewegen kann, wenn die Taschen sehr voll sind. Dass sich schon so ein bisschen ankündigt, dass man bald überladen ist. Ist in den meisten anderen Games so, du kannst dich unendlich lange einfach schnell bewegen, egal wie viel du in den Taschen hast. Ich hätte vielleicht erst einen Ausdauertrank trinken sollen, ja. Wir sind ein bisschen leer. Was nämlich die Anzahl an Pfeilen betrifft, haben wir noch jetzt 10. Ich hau mal kurz ein bisschen bei dem Ring mal an Aufladungen rein. So. Na komm, entbackst du dich da oben? Ja. Dann machen wir es mit dem Schwert, ist mir lieber. Wenn wir nur noch 10 Pfeile haben und ich will es nicht schon wieder zurückreisen, dann mache ich wieder was anderes. Wir suchen nämlich immer noch irgendwelchen Banditen, die sich östlich von ja, Caldera befinden. Angeblich soll es Drozir sein, vielleicht ist es auch nur ein einziger Bandit oder Banditin. Ich habe halt keine Ahnung, wo wir uns hier bewegen. Richtung Geisterpforte sind wir auf dem Weg, na toll. Arschländerregion, aber es gibt ja nur diesen schmalen Pass hier, wie wir sehen, das geht auch rechts und links nirgends lang. Und hier östlich haben wir schon alles abgecheckt, wir haben hier nordöstlich alles abgecheckt. Das Einzige, was irgendwie offen bleibt, ist halt das hier. Und hier unten gefühlt in der Region, glaube ich, da wird nichts sein und wenn... Ich weiß nicht, ob man sich da überhaupt bewegen kann. Könnten natürlich Berge sein. Oh, und so langsam reicht es auch mit diesen nervigen Klippenläufern. Die sind halt überall, die Viecher. Ich habe gar keine Lust mehr auf die. Die Ratten überleben mehr als einen Schuss. Warum lebst du noch? Pestkrank gerade natürlich. Ich dachte mir gerade, wir müssen halt jetzt Pfeile sparen. Aber hier ist wieder alles voll mit pestkranken Viechern. Das ist natürlich nicht so angenehm. Wir sind mittlerweile auch schon wieder deutlich nördlicher wie Caldera. Und warum sollten wir nochmal zur Geisterpforte? Geht's vielleicht sogar hier lang? Oder geht's hier unten lang? Eine Sache bräuchten wir, dass wir halt zum Beispiel jetzt hier den Markieren-Zauber wirken und dann hierhin zurückkehren. Ich meine, tatsächlich haben wir nicht... Wir haben den hier. Wir können damit zu einem Tempel zurückkehren. Das heißt, wenn ich hierhin Markieren mache, kann ich mit dem Amulett wieder zurückkehren. Mit dem Amsive-Intervention kehren wir zum nächsten Tempel zurück. Ich glaube, das macht Sinn. Oh mein Gott, warum denn? Ich hasse die Viecher. Ich hab's schon so oft erwähnt. Ich kann die absolut nicht ab. Oh, ich hab die damals schon gehasst wie die Pest. Naja, gut. Komm, wir machen das, was ich gerade eben gesagt habe. Wir hauen Markieren hier hin. Kurz ein bisschen mehr Ausdauer haben, damit wir die noch gut wirken können. Und dann können wir diese Axt ablegen, weil die wiegt halt 90. So, das hat funktioniert. Wir haben den Spot markiert. Dann schnappen wir uns den, der kostet auch nur 8 Mana. Ja, komm schon. Jetzt, Ich habe Wichtigeres zu erledigen. Redoranische Wache. Ah, Aldron. Naja. Passt schon. So, einerseits ein bisschen verkaufen, andererseits natürlich diese Axt in... Kann ich in Vivek ablegen? Hier haben wir schon ein paar normale Händler, wie es ausschaut. Was ist das hier? Hallo? Taverne? Ne, da will ich ja gar nicht hin. Ist auch eine Taverne? Ne, auch eine Taverne. Aldron Ratstaverne. Sind da wieder Kamona Tong drin? Kann das sein? Wo sind die Gilden? Wo sind wir denn gerade? Ah, wir müssen einmal hier rechts außen rum nach unten.
Da oben scheint noch ein Händler zu sein. Ich guck mal nur ganz kurz, ob das hier wirklich Händler sind oder ob das auch Tavernen sind. Nee, Buchhändler. Ah, perfekt. Ein Buchhändler ist doch gut. Da können wir noch was verkaufen, was wir loswerden wollen. Und vielleicht auch nach diesem einen Buch suchen. Wo ist der Händler? Hallo? Ist die Wache? Händler? Ach, da hinten stehst du rum. Wo stehst du denn hier? Ich höre. So, oh, warte mal. Ah, schade. Ich dachte schon, wir können hier ein bisschen leveln. Teure Bücher, aber die leveln wohl nicht. Aha. Ja, dann verhalten nein, nicht überzeugen. Ich möchte handeln. Das war das Buch der Daedra, dann die Sachen mit den Leichen und so. Kaufst du noch irgendwas davon? Die Schuhe, Mann. So schön, wenn wir die nutzen könnten. Ja, klar, dass er es nicht nehmen will. Dann halt so. Also in welches Buch sollten wir noch kaufen? Wir hatten noch eine Aufgabe mit einem Buch. Die soll, irgendein Buchhändler soll dieses Buch ja besitzen anscheinend. Welche Aufgabe war das denn nochmal? Das Codebuch? Nee, soll ich von Sotilde holen? Ah, Sotilde wissen wir, wo sie steht. Die ist von der Diebesgilde. Was war das denn gleich nochmal? Nee, Verwachen war es nicht. Nee, das war das mit dem komischen Dargott Ur und irgendwas und mit den Träumen. Fake-Informationen. Doch, das war's. Mera Milo hat mir noch was gesagt zu den Büchern. Nicht die richtige Aufgabe gerade eben. Ja, mit Mera Milo haben wir im Tempel geredet, das weiß ich. Und sie hat uns gesagt, wir sollen irgendein Buch kaufen. Zum Buch, verdammt nochmal, war das denn? Das hier ist es auch nicht. Nee. Was mit dem Tempel? Mysteriösen Todesfälle. Hat es damit zu tun gehabt? Nein. Nee, das war schon mit Mera Milo. Die hatten es ja in die eine Ecke da gebracht, mit uns gequatscht dann. Warum jetzt hier nicht die Info bekommen, was... Sie ist eine gute Freundin, seid vorsichtig, bla bla, bringt sie nicht in Schwierigkeiten, ich weiß, ja. War das verdammte Buch. Es wird mir auch nicht einfallen, wenn ich jetzt den Namen hier in der Liste bei ihm sehe. Das ist auch hier nirgends dabei, richtig? Also wenn, dann finde ich es gerade nicht. Was, ist das hier vielleicht die Krone von Schluffet? Eine Abschrift in Vivek kann man finden davon. Vielleicht war es tatsächlich sogar das Buch. Wenn ich mich gerade hier so die Option sehe. Aber gut, wir können eine Abschrift davon in Vivek finden. Ich glaube, das war dieses, die Chroniken von Schluffet. Das habe ich damals schon versucht, so lustig auszusprechen. Ja, dann einmal hier rum. Dann wollen wir kurz mal unsere Sachen ablegen gehen. Und ich glaube, wir werden auch niemals für diese Axt den vollen Betrag bekommen, den man bekommen könnte, theoretisch, wenn man sie vollständig verkaufen kann. Nee, du warst kein Händler, der war irgendwo unten. Ich weiß nicht mehr, wer von euch hier handelt. Auf jeden Fall hatte euer Händler gut Geld. Der hatte 1800, wenn er voll ist. Bist du es? Handeln? 1434, ja, das schaut mal ganz gut aus. Können wir schon mal das hier loswerden. Diese Axt können wir auch loswerden. Ja, brauchen wir nicht. Ach, das dämonische Ding haben wir auch noch. Oh Gott, das hat ja auch Wert 10.000, ne? Ja, 5.100 irgendwas, alles klar. Ja, wie viel kriegen wir für die Axt theoretisch? 25.500 noch was. Alter, wenn wir da das Ding auch noch hochhandeln, dann ist er komplett vorbei. Ah, die Schuhe kauft er nicht. Also die zwei Sachen gehen wir uns mal ablegen. Ach du Heiliger.
Das ist ja wirklich viel zu krass. Ja, zu teuer. Ach komm, schon so ein bisschen. Kannst du uns da schon entgegenkommen? So, verkaufst du noch irgendwas Praktisches? Ja, Stahlpfeile tatsächlich. Kostet mich ein bisschen weniger als 300, ganz ehrlich, das ist in Ordnung. Ich gehe noch ein bisschen Preis runter. Die können wir leider nirgends aus Kisten rausnehmen, aber ich finde, es macht schon Sinn, die zu kaufen, weil die einfach ein bisschen mehr Schaden machen. Und das ist jetzt wirklich nicht die Welt, der Preis. Schon. Ach komm, so ein bisschen wenigstens kannst du mir entgegenkommen. Frechheit manchmal. So, die 8 können weg. Jetzt nur die 150 aus. Haben wir erstmal wieder genügend. Ach, um gar nichts eigentlich. Dann würde ich noch kurz in der Magiergilde hier vorbeischauen. Ich hoffe, die haben wieder Geld. Da wir haben ein paar teure Zutaten, die wir verkaufen könnten. Und wir müssen sowieso einmal kurz nach Vivek reisen. Handelst du zufälligerweise? Nee. Hier oben handelt alle gar nicht, gell? Nein. Was waren nur die da unten? Da gab es auf jeden Fall einen Alchemiehändler. Du nämlich. Genau. 119. Ach komm, hab doch mehr Geld. Was wiegt denn viel? Das Ebenerz wiegt sehr viel. Das würde ich gerne nämlich weghaben dann tatsächlich. Was ist los? So, dann nach Vivek. Nee, du handelst nicht. Ach, keine Ahnung, ich weiß es selber nicht. Handelst du? Ja, du handelst noch. Nimmst du jetzt mal zufälligerweise diese Schuhe? Ja, werden die Schuhe los. Das ist auch was Gutes. So schade, dass wir die nicht anziehen können. Die gibt trotzdem gut Geld. 810 haben wir damit rausgemacht oder rausgeholt. Handelst du nicht auch noch? Nee, du stehst hier in deinem schönen Schrein rum. Kaiserlicher Kult, Alter. Na, wir müssen nichts loswerden, also brauchen wir den auch nicht. So Schnellreisen war da hinten. Genau, nämlich hier. Ich tue meine Quick-Saves machen. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass das Game irgendwie mal crashen könnte. In so ganz unangenehmen, blöden Momenten. Ja, ja, Freude ist ganz meinerseits. Ich gehe einmal hier rum, dann einmal zu unserer Kommode. Die Kommode der Reichtümer. Ah, die Axt geht zumindest noch rein, das ist gut. Das Ding auch. Das ist so unfassbar, was hier an Wert mittlerweile drin liegt. Ich glaube, das sind sogar über 100.000 mittlerweile, ne? Ah, knapp. 50, dann hier über 10, über 10, über 10 oder ungefähr 10. Naja, gute 80 bis 90.000. Jetzt haben wir uns ganz, ganz grob überschlägt. Ihr dürft sprechen. So, hatten wir hier noch einen Händler. Gab es doch jemanden, oder? Einer zumindest hat doch gehandelt. Ihr zwei war es nicht. Du, in der Ecke, hier hast du wieder Geld mittlerweile. Ist doch schon ein bisschen Zeit vergangen. Ja, 400, immerhin. Können wir zumindest einen Vampirstaub mal loswerden? Ja, 262 halt. Dann vielleicht noch die Eissalze und noch die Dinger. Ne, das ist zu viel dann. Dann werden wir diese vier los. Dann können wir auf 400 hochgehen mit dir. Machst du das, den Trade? Ja, sehr schön. Falschen auf 19 verbessert. Oh, wir müssen mal einen Ausbilder finden für Feilschen. Da können wir viel mehr Geld nämlich aus all unseren Handelssachen rausholen. Was gibt es? So, warte mal, wir müssen gar nicht mehr schnell reisen. Wir können ja jetzt Folgendes machen, richtig? So, an sich sind wir gut runtergehandelt, also alles verkauft. Ja, sind wieder halbwegs leer. Genau, perfekt. Mit der Almsivi-Intervention können wir auch jederzeit wieder woanders hin zurück. Und damit auch jederzeit wieder nach Balmora und sonst wohin, wo wir hinwollen. Also ich guck mal wieder in den Himmel. Ja, das wird alles voll mit diesem blöden... Ah, das ist die Geisterpforte. Und das ist auch diese komische Mauer. Da wollten wir eigentlich nicht hin. Ich tu mal kurz, halt nein, nicht die falsche Ladetaste machen. So, das wollte ich machen. Und dann wollte ich Taste 9 drücken, aber nicht... F9, hätte ich beinahe gedrückt. Oh, das schaut heftig aus auf jeden Fall.
Die überleben sogar auch mehr als einen Schuss mit Stahlpfeilen. Jetzt springen wir zumindest wieder weiter. Den einen da oben können wir, glaube ich, leben lassen. So, warum sollten wir nochmal zur Geisterpforte? Warum wurde uns die markiert? Ich weiß es nämlich ehrlich nicht. Oh, da oben ist ein Camp. Sind da unsere Banditen? Seid ihr's? Ich gehe mal ganz in freundlicher Erwartung zu euch hoch. Hallo? Wo kam das Schafsgeräusch her? Hä? Das habt ihr hoffentlich auch gehört auf YouTube. Wo kam das Schafsgeräusch her? Okay, Zalit mit einem sehr, sehr langen Nachnamen. Ihr seid in Geisterpforte angelangt, Pilger. Dem letzten anständigen Ort am Fuß des Roten Berges. Ruht euch aus und gönnt euch unsere Dienste. Oder sagt mal, ob ihr jemand bestimmten oder einen bestimmten Ort sucht. Ausbildung? Ah, okay. Jemand bestimmtes? Bestimmter Ort? Ich überfliege das gerade mal kurz ein bisschen. Keine Dienste für Reisende? Okay. Was sind die Geisterpforte? Die Geisterpforte ist eine Festung, die den einzigen Durchgang durch den Geisterwall in die von der Pest verwüsteten Region des Roten Berges bewacht. Ah, der Rote Berg ist ja das, wo dieser Dagot Ur irgendwo zu sein scheint, richtig? Ach, ist das tatsächlich der einzige Weg, wie wir auf die andere Seite der Karte kommen? Also auf... Ah, diese Seite hier. Lass mich raten, Mr. Mysteriös Dagot Ur scheint hier drin zu sein. Mister, ich suche euch in den Träumen heim. Okay, du hast nichts weiteres Interessantes. Na, die Kiste lassen wir. Ich glaube, die zwei haben es hier schon nicht einfach so alleine. Wir können uns das Ganze jetzt einmal anschauen. Wir sind ja jetzt hier. Vielleicht sind ja auch diese komischen Banditen ja hier irgendwo. Turm der Morgendämmerung. Jetzt einfach nur durch. Wir speichern einfach mal. Ich frage mich, warum es auf unserer Karte schon markiert war. Aus irgendeinem Grund wurde uns das hier irgendwie offengelegt. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, warum. Okay, das Tor bleibt auch offen. Der da läuft irgendwie nicht so gut. Ich gehe trotzdem mal vorsichtig hin. Oh, du bist ein Zombie. Du bist gar kein Mensch. Ich dachte, du wärst menschlich, Alter. Fängt ja gut an hier auf der Seite direkt. Und der Sturm wird auch gerade sehr rot. Treffen wir ihn bitte auch mal. Geh weg, Alter. Warum kommen wir gerade nicht zurück? Wir kommen nicht zurück, weil das Tor zugegangen ist. Korpuswandler. Oh, die Seite gefällt mir irgendwie nicht so, um ehrlich zu sein. Okay, man kommt auch nicht in die Türme hier rein auf der Seite. Gibt es hier angeblich auch Städte, die man irgendwie besuchen kann? Hier ist gar nichts, richtig? Also außenrum gäbe es wohl Städte. Okay, wir gucken einmal nach oben ein bisschen. Da war wieder das Schafsgeräusch. Was denn bitte her? Wo sind wir denn hier gelandet? Du Heilige, ich hab das Gefühl, wir sind hier in einer sehr, sehr, sehr problematischen Region gelandet. Okay, wir haben uns Oh Gott, die Ratte hält sogar auch zwei Schüsse aus. Ja, natürlich eine pestkranke Ratte, war klar. Ist alles sehr, sehr rot hier. Ich möchte ehrlich gesagt auch nicht wirklich weitergehen. Ich glaube, wir sollten noch nicht hier sein. Wir sollten wirklich nicht hier sein. Wir kehren jetzt erstmal auf die andere Seite zurück. Und wer weiß, was diese Wald, diese Wand hier, dieser Wall, wollte ich sagen, tatsächlich abhält. Ist der hier zurückhält auf dieser Seite. Die Ätzende müssen wir jetzt wieder abschießen. Jetzt können wir nicht rasten. So, den haben wir. Da hinten ist noch einer, aber der ist weit genug weg.
Dann würde ich kurz zwischenspeichern, einmal ganz kurz hier rasten. Ich hoffe, das geht. Und hier darf man nicht rasten. Ah, okay. Dann gehen wir mal vorsichtig hier rein. Ich hoffe, hier ist niemand Feindliches drin. Hallo? Ah, es gibt Wachen hier. Okay, Ordinatoren. Ah, Morgengrauen und Dämmerung. Ja, das Buch kennt man. Das ist ja sehr beliebt. Handeln. Okay, du hast nur 200. Haben wir noch irgendwelche Sachen, die wir wegverkaufen wollten? Hier festigen Glück zum Beispiel. Den brauchen wir doch nicht. Und wenn nur wiederherstellen. Das Ding konnte noch weg. Wir werden mal alle Tränke kurz durchgehen. Ne, schaut gut aus soweit. Das Buch kaufst du leider auch nicht. Kaufst du hiervon was? Ja, die würde sogar davon was kaufen, aber das ist zu viel. Das ist auch noch zu viel. Diesen Preis hoch, mehr können wir glaube ich nicht rausholen. Passt. Was immer ihr auch sucht, ich bin mir sicher, dass ich nicht weiß. Naja, ist okay, dass du das nicht weißt. Zauber. Okay, was haben wir hier? Gift neutralisieren für eine Sekunde auf Berührung. Das ist sehr gut, das brauchen wir. Brauche ich noch das gleiche auch noch für Lähmung tatsächlich. Pestresistenz 30% für 10 Sekunden auf einen selbst. Ah, vielleicht gar nicht mal so verkehrt, darüber nachzudenken. Kaufst du der drei Herzen? Ja, die kauft auch der drei Herzen. Sehr schön. Dann blenden wir die ganzen Sachen alle mal los. Den Vampirstaub zwar nicht, aber es ist nicht so schlimm. Kriegen wir auch nicht los. Komm. Sehr gut. Leider nicht so viele Zauber, wie ich mir erhofft habe. Ah, Lektion 18 von Vivek. Alchemie hat sich verbessert. 21, ja, leichte Rüstung verbessert. Ich wollte sagen, die Lektionen müssen wir alle lesen. Oh, da gibt es sogar noch eine Lektion 13. Ha, Veränderung verbessert. Ach, wie cool, dass gleich so viele rumstehen auf einmal. Ich weiß im Nachhinein nie wieder, welche Lektionen wir schon gelesen haben und welche nicht, aber auf jeden Fall, immer wenn wir eine entdecken, dann werden wir sie lesen. Okay, nette Pflanzen, die ihr drin habt. Sagt, was ihr wollt, huch, oder verschwindet. Ah, ein sehr freundlicher. Indoril-Helm und indorilischer Schild. Okay, die sind sehr teuer, die Sachen. Gibt's hier neueste Gerüchte? Nee, Geisterpforte. Ah, um gegen Dagoth Ur und seinem Brut von Aschenvampir vorzugehen. Mhm. Zu große Verluste, deswegen wurde es eingestellt. Das dachte ich mir schon. Ach, das ist gar keine Wache. Oder verschwindet. Ja, das scheint ja wirklich die letzte Bastion zu sein. Bevor man eben. Ja, Dagoth Ur trifft. Und schwebt hier die Truhe in der Wand. Geht's da noch irgendwo hoch? Tempel. Ausbildung. Nur für die unsrigen. Okay, wer seid ihr denn? Oh nein, kann ich dem Tempel beitreten? Ach, warte mal. Ich bin der Meinung, ich habe doch hier was gelesen. Und zwar Tempelpilzreiten der sieben Gnaden. Nee, Standort jedes Schreins auf meiner Karte markiert. Nee, das ist es nicht. Wer seid ihr denn? Kann ich das irgendwie herausfinden? Aufgaben? Tempel beitreten. Oh nein, müssen wir noch den Tempel auch noch beitreten. Das schreit nach noch mehr Aufgaben. Naja, komm, wir können das schon machen, weil dann wissen wir zumindest, wo wir es gemacht haben. Ihr seht vielversprechend aus. Vielleicht könnt ihr uns von Nutzen sein. Möchtet ihr uns beitreten? Oder wollt ihr uns zuerst unsere Doktrin vernehmen? Ja, wir überfliegen die mal ganz kurz. Ja, bla bla bla. Ja, wir treten mal bei. Ihr seid nun ein Laie der Tempel. Willkommen, Bruder Gwam. Ich bin einer der verschiedenen Meister, zu denen ihr gehen könnt, um eure Aufgaben zu bekommen, wenn ihr euch gut aufführt. Wird eurer Beförderung in der Tempel nichts im Wege stehen? Na gut, wir müssen auf jeden Fall die eine Aufgabe annehmen, damit wir zumindest mal das angetreten haben. Bevor ich euch weitere Aufgaben erteile, solltet ihr euren Glauben beweisen, indem ihr die Pilgerreisen der sieben Gnaden unternehmt. Ah, okay, sieben Gnaden. Nehmt dieses Buch, Der Pfad des Pilgers. Es beschreibt, wo sich die Stätten der Pilgerreise befinden. Kommt zu mir zurück, wenn ihr diese Pilgerreisen beendet habt.
Die Pilgerreise zur Geisterpforte ist die gefährlichste, aber da ihr bereits so weit gekommen seid, sollte der Rest kein Problem für euch sein. Ihr solltet, während ihr hier seid, damit beginnen, den Schrein der Geisterpforte zu besuchen, der sich ganz in der Nähe nördlich der Pforte befindet. Nördlich der Pforte. Ich will nicht unbedingt dann nördlich der Pforte rumlaufen. Oh, nee. Ausbildung können wir jetzt? Nein, Rang ist zu niedrig, war klar. Können wir nicht einfach irgendeinen Schrein nehmen? Ja, bitte. Was wollt ihr? Dürfen wir uns an der Truhe bedienen? Mal noch rein. Okay, sind sehr viele Tränke hier drin. Ich nehme lieber nichts daraus. Zauber. Ja, wir können hier neue Zauber kaufen. Sehr gut. Hier Lebensenergie festigen? Nee. Der Suche nach Lähmung heilen für jemand anderen. Aber leider haben wir das nicht als Zauber. Den wird es aber anscheinend geben, weil wir hatten die Option, das als Text auszuwählen, als Antwort. Handeln. Ja, 150, das ist ja nicht viel Kohle. Das ist zu viel wert, oder? Ja. Da Pfad des Pilgers, die müssen wir wahrscheinlich erstmal behalten. Das Buch. Ja, dann schauen wir nochmal ganz kurz. Aufgaben. Worunter liegt das denn jetzt? Tempel, Pilgerreise, 7 Gnaden, okay. Okay, dann schauen wir das Buch mal kurz rein. Okay. Es kann sein, dass deswegen doch die Geisterpforte tatsächlich hier markiert war, weil eben hier einer der Tempel ist. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Marandos noch irgendwie markiert, ich weiß auch nicht, was da war. Felder von Kumu. Ein paar Sachen haben wir auf jeden Fall schon entdeckt. Hm. Auf jeden Fall noch in den anderen Turm gehen. Wir waren auf einmal im Turm der Morgendämmerung. Hier ist der Turm der Abenddämmerung auf der anderen Seite. Vielleicht gibt es hier noch ein paar Händler, die unsere komischen Aschen da kaufen können. Oder wollen. Okay, da geht's noch runter. Xopter, ja, du hast eine lustige Rüstung. Ist nichts für Schwache. Handeln, jawohl. Nur die unsrigen, okay, da muss ich einen höheren Tempelrang haben. Oder bist du nochmal von jemand anderem? Bist du eventuell von den Kriegswaffenträgern? Ja. Okay, kann man euch beitreten? Muss ich euch beitreten? Ich weiß es nicht, ob das jetzt nochmal andere sind wie der Tempel. Okay, 650, ach komm, da kann ich hier was loswerden, oder? Können wir zwei Stück verkaufen, das ist doch sehr gut. Zack, perfekt. Genauso stelle ich mir das vor. Einkaufen müssen wir aber nichts. So, hier oben noch jemand Wichtiges? Nee, nur eine Wache. Besondere? Aha. Warte, die auf der Tempel nennt. Ja, okay, da seid ja wohl alle der Tempel hier. Gibt es etwas, passt schon. Das ich für euch tun kann? Und gleich mal noch nach Bücher gucken. Spricht zu mir. Was benötigt ihr? Eine volle Glasrüstung und einen dädrischen Helm. Warum hast du einen dädrischen Helm an? Boah, wenn wir den NPC hier umlegen könnten, wir hätten die krasseste Rüstung überhaupt. Also eine der krassesten. Natürlich werden wir auf keinen Fall die angreifen, das wäre ziemlich dumm. Lektion 14. Speer hat sich verbessert. Lektion 15. Haben wir schon gehabt. Hoffnung der Redoran. Stufe Waffe hat sich auf 7 verbessert. Ja, ja, viele, viele Bücher. Da gibt es hier noch Bücher. Wir gucken mal ganz vorsichtig überall. Und ganz interessiert. Nee, hier ist nichts. Aber es geht aber nach unten, haben wir gesehen. Hier ist eine Tür, die verschlossen ist. Dann gehen wir nochmal nach ganz unten. Untere Ebene. Nur zur Sicherheit nicht, dass hier plötzlich mal irgendwann was passiert ist und einfach niemand mehr die Tür geöffnet hat. Nach dem Motto, ach, da geht schon keiner runter und plötzlich ist hier unten alles voller Zombies. Man weiß ja nie. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Bringen wir dies also hinter uns. Ja, ja. Ich lese nur eure Bücher. Handeln. Aha. Okay, Aldrun und Wartfellführer brauchen wir nicht unbedingt. Ausbildung. Feilschen und Wortgewandtheit. Oh, das sollten wir auf jeden Fall schon nutzen. Wir haben 3679 Draken. Ich schaue mich nur jetzt erst weiter hier um. Handeln, was hast du?
Da kann man eine Vulkanglasrüstung kaufen. Oh mein Gott, Rüstungswert 86. Vulkanglas, Sturmklinge, Langschwert, Stiefel und was weiß ich und alles. Leute, wir brauchen Geld. Warte, wenn wir hier die Dätrische Axt verkaufen können, dann können wir das eintauschen gegen diese Rüstung. Ich weiß, die kann man irgendwo auch finden. Aber wir werden nirgends diese Axt verkaufen können. Und dafür das Geld bekommen. Und das können wir hier praktisch eintauschen. Das ist... Ich sag ja, das ist eine der krassesten Rüstungen, wenn nicht sogar die stärkste Rüstung für leichte Rüstung. 86, wir haben 17. Wenn wir das Ding anziehen, werden wir danach keinen Schaden mehr bekommen. Wir werden keinen Schaden mehr erleiden. Wahrscheinlich. Oh mein Gott, wieso ist denn hier einer, der Vulkanglasrüstung verkauft? Ich kann den ganzen Tag mit euch vertrödeln. Wir könnten sie auch klauen. Wir könnten sie auch einfach klauen. Oh. Ach, das ist ein Chitinhelm mit diesen lustigen Augendingern. Ich dachte, das wäre so ein Special-Helm. Aber sehe ich sie gerade stehen. Ja gut, die Sache ist, der ist halt im Raum, ne? Und der sieht uns. Wir können hier nichts mitgehen lassen. Würde ich jetzt auch nicht machen. Die würde ich mir tatsächlich erhandeln. Ich habe Wichtigeres zu erledigen. Also es wäre natürlich eine Option, die versuchen zu kaufen. Hier gibt es noch mehr Vulkanglaswaffen. Hm. Kaufst du auch welche? Ich kann nicht den ganzen Tag herumstehen. Gott, ich bin gerade im siebten Himmel angelangt. Hier irgendwie, ich meine, man könnte es versuchen zu entwenden. Ja, handelst du? Nein, du bildest aus. Boah, noch einer mit kompletter Vulkanglasrüstung. Ich dachte mir schon, warum steht denn hier ein NPC mit kompletter Rüstung rum? Ja, auch mit einem dädrischen Helm. Oder ist das ein Vulkanglashelm? Nee. Der Vulkanglashelm war ja grün, haben wir gesehen. Ja. Ich glaube, wir sind irgendwie aus Versehen so ein bisschen im Endgame angekommen hier. Eigentlich sollten wir nicht hier sein und ja. Das ist seine Truhe und die ist unbeaufsichtigt. Upsala. Guter Quick Save. Ich meine, die Truhe, wir kommen ran. Es ist nichts drin. Schade. Ja, was kann ich für euch tun? Okay, ja, wir wissen, was wir zu tun haben. Jetzt ist die Frage, wenn wir hier diese Almsivi-Intervention casten, also den Zauber wirken. Kommen wir hier an? In dem Tempel? Oder kommen wir woanders an? Ich mache auf jeden Fall trotzdem mal Folgendes, weil wir müssen hier markieren wirken. Wir kommen sonst nicht so einfach zurück. So, hat funktioniert. Sehr schön. So, macht das Ding doch nicht Ausdauer entziehen automatisch? Wenn ich das hier gerade als Zauber auswählen kann. Ach so, ich bin ja blöd. Ich hab's Amulett gewirkt. Ich wollte das hier wirken. So, ich hoffe, der haut hin. Ja, 73er Chance. Ja, und wir kommen in Aldrun raus. Oh mein Gott, das ist zu gut. Ich nehme alle Sachen mit, die so zu teuer waren, weil es kann sein, dass wir nicht alleine mit der Axt hinkommen, um die ganze Rüstung zu kaufen. Aber wir werden die Sachen sowieso gefühlt nirgends verkaufen können und damit den vollen Goldpreis erzielen, sondern wir müssen es eintauschen. Und das ist, glaube ich, die beste Möglichkeit, das zu tun. Und die Sache war, es war nicht geplant, da jetzt eigentlich hinzugehen zur Geisterfort und jetzt wirklich halt Endgame-Rüstung und was weiß ich zu kaufen. Ich meine, klar, ich könnte jederzeit jetzt sagen, okay, wir kaufen die jetzt nicht, weil wir damit komplett overpowered und viel zu stark sind. Aber ich habe es durch Zufall jetzt entdeckt. So, warum sollte ich das jetzt irgendwie nicht nutzen? Und wir haben ja mittlerweile die Sachen, also die Kapazitäten, das zu kaufen. Wir haben das Geld, wir können es erwerben. So, das kommt mit, das und das. Ich nehme den Dolch mal mit und dieses Rüstungsteil in, für alle Fälle, falls wir eben noch mehr Geld brauchen. Falls uns diese Axt und alles nicht ausreicht. Ja, weil die Einzelteile haben, glaube ich, 16.000, was weiß ich, gekostet. Die Axt gibt ja nur 25.600, ganz grob. Nun, um was geht es? Achso, warte, wir können ja jetzt hier so. So. Dann zu unserem Händler, Dronos Levero.
handeln. So. Das Ding kostet 28.000. Ich finde es so krass, wie schwach eigentlich der Dolch hier ist, diese Sturmklinge. Kostet aber nur 6.500. So könnten wir es zwar nehmen, macht halt Lähmung auf die Gegner. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht mit Lähmung. Ich hätte nur mehr Schaden erwartet. Aber dann fangen wir an, uns mal hier einzukaufen, würde ich sagen. Den Helm können wir, glaube ich, wahrscheinlich nicht anziehen. Oh, das müssten wir jetzt einmal testen. Wegen Vollhelm und so. Ich mache mal ganz kurz noch einen Quicksave, weil ich würde gerne den Helm einmal kaufen und probieren, ob wir den anziehen können. Wenn wir den nicht anziehen können und dann wieder verkaufen müssen, verlieren wir halt so viel Geld. Einfach nur mal kurz testen. Wir können ihn anziehen. Oh, schaut ihn euch an. Okay, kurz neu laden, weil wir natürlich jetzt keinen vernünftigen Handel gemacht haben. Ich habe Wichtigeres zu erledigen. So handeln. Bringen wir das also hinter uns. Okay, der eine ist ein bisschen genutzt schon. Wir nehmen erstmal den hier. Das da. Die Stiefel. Ah, warte, selbes Problem. Wir müssen gucken, ob wir die Stiefel tragen können. Können wir, glaube ich, auch nicht richtig, weil Tierrasse und so. Ich will es nur ausprobieren, weil vielleicht haben die ja Sonderstatus und wir können die trotzdem tragen. Nee, können wir nicht, okay. Weil der Helm ist meiner Meinung nach ein Vollhelm. Sprecht zu. Deswegen wollte ich das kurz einmal checken, weil sonst können wir die auch niemals leisten. Die Stiefel sind viel zu teuer. So, also der Helm. Harnisch. Linke Schulterplatte, rechte Schulterplatte eine. Armschiene links und rechts. Das wäre alles, was wir bräuchten. Wir müssen auf 61.000 jetzt im Gegenwert kommen. So, alles, was wir jetzt rein investieren, der Preis muss nach unten gehen. Wenn er irgendwann über 0 hinweg geht und wieder nach oben geht in die andere Richtung, dann haben wir es eigentlich geschafft. Aber ich glaube, wir können nicht alles kaufen tatsächlich. Nein, wir werden nicht alles kaufen können. Wir haben keine 18.000. Ich meine, wir können natürlich noch versuchen, uns irgendwie entgegenzuhandeln. Ein bisschen entgegenzukommen. Also würde ich den vielleicht nicht kaufen. Das teuerste ist halt der Harnisch. Der ist halt wirklich ultra teuer. Den müssen wir vielleicht irgendwann später mal kaufen. Können wir den Ring vielleicht verkaufen noch? Können wir den eintauschen? Ja, kauft den nicht. Er zieht uns nur aus. Okay. Ja, die Rüstung hier, die können wir gerne gegenhandeln, aber das bringt nichts. Die ist viel zu wenig wert. Also würde ich den vielleicht nicht kaufen jetzt. Ich meine, der Harnisch hat halt den meisten Schutz, würde ich mal sagen, vom Körper so. Und deswegen kostet der wahrscheinlich auch am meisten. Hm. Und das wäre jetzt wieder Profit tatsächlich, was wir machen würden. Macht aber, finde ich, keinen Sinn. Wir gehen erstmal kurz auf Abbruch. Nehmen mal den Helm. Harnisch. So, die kosten nur 4.000, die kosten 9.600. 1, 2. Dann handeln wir uns mal praktisch in die richtige Richtung. Der Stab kriegt aber nicht viel von, ne? Doch, 5.000 kriegen wir für den. Und das Katana? Auch, okay, nee, gibt dieselbe Preise ungefähr. Sind wir noch bei 10.000, also das macht ja gar keinen Unterschied, ob wir die Handschuhe mit reinnehmen oder nicht. Ja, nee, das wird nicht funktionieren. Ich gehe noch kurz auf Abbrechen. Wie viel können wir denn praktisch an sich reintrainen, damit ich mal ein Gefühl habe für den Betrag, den wir bekommen können? 43.000. Also wir können maximal... Entschuldigung, muss ich kurz räuspern. Wenn wir das Geld mit reinrechnen, können wir maximal auf grobe 46.600 gehen, die wir einkaufen können. Wir können natürlich versuchen, den Preis noch ein bisschen zu falschen. Das werden wir auf jeden Fall machen müssen. Aber eine andere Richtung weiter werden wir nicht kommen. Das sind 38.000. Jetzt können wir mal gegenhandeln. Zack, zack. Und bei 5.000... Wir können es versuchen, auf 3.600 Draken uns runterzuhandeln. Ah ne, warte mal, Verkaufswert? Der geht ja hoch, wenn wir das...
Oh, warte mal, haben wir... Ach, wir haben schon eine Grenze überschritten. Moment. So, das verlangt er aktuell. Oh, das heißt, wir waren gerade schon im Plus. Was haben wir denn genommen? Wir haben eine Armschiene links, das, das. Das heißt, wir können noch eine Armschiene rechts mit dazu nehmen. 42.000. Habe ich mich gerade um 10.000 verrechnet? Na, solange die Zahl sinkt, solange wir was reinpacken, passt's. Okay, wir sind jetzt bei 80. Nehmen wir mal noch eine Schulterplatte. Das Schild, kostet 13.600. Wäre natürlich auch hervorragend, das Schild. Jetzt sind wir wieder bei 9.000. Das Ding gibt uns leider zu wenig. Es gibt nur echt wenig. Gehen wir 8.500 runter. Ich meine, wir können versuchen, uns auf den Betrag jetzt zu einigen, zu handeln mit ihm. Wir haben nämlich nichts mehr, was wir sonst noch eintauschen können. Außer unsere normale Rüstung. Die können wir auch danach verkaufen. Das macht nichts aus. Also ich gehe mal auf 3669, ob das vielleicht funktioniert. Ja, vielleicht funktioniert es, weil wir schon so viel jetzt reingetradet haben, keine Ahnung, mit den falschen. Lässt er es uns machen, wer weiß. Es müsste noch die Option geben, eigenes Geld, Max. Der Verkäufer Max würde wieder auf 1050 setzen, das macht keinen Sinn. Das würde er, glaube ich, nicht nehmen. Wir könnten es natürlich versuchen, auf Verkäufer Max zu gehen, dann sparen wir uns einen Haufen Geld. Aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich gehe einfach mal direkt auf den Wert hier und wir versuchen es jetzt. Nein, wurde abgelehnt. Okay, war klar. Was nehmen wir dann mal weg? Die Schulterplatte. Da sind wir jetzt aber bei wir im Plus. Ja, genau. Das heißt, wir sind aktuell bei 50 Draken Plus. Denke ich. Nee, sind wir nicht. Bei 50 Minus. Muss mal aufpassen, welche Richtung wir jetzt gehen. Nämlich das Tückische gerade eben an der ganzen Sache. Wenn ich die zwei Dinger wieder zurückpacke, weil nur die beiden Schulterdinger nehme. Die sind bei 11.000. Die sind viel zu teuer, also die können wir uns nicht leisten. Wenn, leisten uns die beiden Armschienen. Wenn ich jetzt was reinsetze, dann sinkt der Wert und das heißt, wir würden aktuell noch 18 zahlen. Jetzt 52. Das heißt, wenn wir jetzt auf Minus gehen... Ach, wir können gar nicht über die Grenze rüberschreiten, ohne das mit einem Item zu machen. Oh, ist das blöd. War der Preis wieder geresettet? Ich glaube schon, oder? Ich gehe mal ganz kurz auf Abbrechen, weil ich habe Angst, dass wir irgendwie jetzt schon zu viel, da vertan haben. Ich meine, wir können auch den Harnisch nicht einkaufen und dafür die beiden Schulterplatten zum Beispiel einkaufen. Kann sein, dass es halt mehr bringt. Kann auch sein, dass es nicht mehr bringt. Jetzt sind wir 793 plus. Hä? Wir hatten doch gerade noch einen anderen Wert da stehen. Moment mal. Habe ich mich jetzt gerade vertan irgendwo? Oder gibt er uns jetzt gerade einen anderen Preis auf einmal? Warte mal. Ich bin verwirrt, aber komplett. Es tut mir leid, dass es gerade so ein bisschen länger dauert. Ich muss das gerade irgendwie versuchen auszurechnen, wie wir da am dümmsten aus dieser Sache jetzt rauskommen. Ah, okay, wir hatten doch einen anderen Wert mittlerweile erhandelt. Ist das das, was wir jetzt noch zahlen? Ja, schon, oder? Ja, genau, der Preis sinkt noch aktuell. Den Bogen verkaufen natürlich nicht, das war nur ein Test. Wir geben ihm 390 aktuell. Das ist mir eigentlich fast zu viel. Ich würde so machen, den behalten, den Dolch. Mich jetzt hier runterhandeln, dass wir nicht ganz so viel zahlen. Und irgendwann anders wieder. So, bist du mit 2000 einverstanden? Höher gehen.
2173 waren es. Jetzt ziehen wir einen Teil der Glasrüstung an. Weil, warte, falsche. Habe ich die wieder gewechselt? Oh ja. Das habe ich nochmal das gelegt, dass wir uns jetzt in Third Person sehen können. Moment. Ich muss mal kurz gucken. Wo war das denn? Perspektive umschalten auf keiner Taste. Auf die Taste. Aha, wir haben Glasrüstung. Leider sehen wir uns gerade nicht von vorne, das wäre schön. Sprich zu mir. Aber wir haben ein bisschen Glasrüstung an. Wir sind sehr, sehr, sehr gut geschützt damit. Die noch in verzauberter Variante irgendwann zu finden, wäre natürlich absolut der absolute Overkill. Aber ich glaube, ob wir das noch erleben werden, ich weiß es nicht. Aber was wir machen können, warte mal. Wir können auch bei dem noch verkaufen jetzt. Weil der hat ja einen Haufen Kohle. Das heißt, wir können ja zum Beispiel sowas hier loswerden. Wie das hier und auch zum Beispiel den Dolch. Ich meine, klar, der ist schön, aber er ist nicht so gut, wie er sein könnte. Dann haben wir die Sachen alle mit rein. Ne, das nicht halt. Das wollte ich behalten. So, damit können wir nochmal einige Draken jetzt eben erwirtschaften. Nimmst du 2300? Ne, ist zu viel. Ach, komm schon. War doch nicht so. Ach, das nimmt er. Sehr gut. Das heißt, wir haben auch einige Draken jetzt wieder zurückbekommen. Ach so, vielleicht, was ich ja noch machen wollte. Ich wollte erstmal einen falschen investieren, in Ordnung, richtig? Aber fasst euch kurz. Wer bildet das nochmal aus von euch? Du, glaube ich, ne? Falschen, jawohl. Und Wortgewandtheit. Ja, das wollte ich eigentlich ausbilden hier. Ist aber keine der Skills, die uns leveln, richtig? Nee. Ja, jetzt, wo wir den gefunden haben, würde ich mein Geld fast gerne schon sparen. Ah, wäre auch dumm. Wäre dumm, jetzt nicht mehr in Skills zu investieren, sondern nur noch zu sparen und die Rüstung kaufen können. Die können wir uns wieder kaufen, wenn wir halt so eine Ultra-Waffe finden, die wir einfach eintraden können. Das macht sonst keinen Sinn. Die direkt zu kaufen mit wirklich barem Geld, das ist zu viel. Warte, wo sind wir denn? Falschen und Wortgewandtheit. Ja, das ist beides noch echt niedrig. Beim Wortgewandtheit müssen wir echt ein bisschen verbessern. So, ich save nochmal ganz kurz. Dann gönnen wir uns mal ein paar Levelchen. Oh, wir sollen rasten, bis wir lernen. Nachdenken. Ach, ich habe das ja vorher mal ignoriert, ne? Ach, wir sind bei 12 von 10. Okay, die Level, die kommen oben drauf. Okay, alles gut. Wortgewandtheit. Levelt das mit? Nee, levelt nicht mit. Ich dachte schon gerade, seit wann? Wo bist du hin? Er teleportiert sich einfach. Ja, wir rasten auch gleich noch. Das machen wir noch zum Abschluss der Folge auf jeden Fall. Wortgewandtheit auf 20 hätte ich gerne gebracht. So 18. 19. 20. Genau, die nehmen keine Punkte da rein. So einen falschen auch nochmal ein bisschen. Gehen wir vielleicht gerne mal auf 25 hoch. So, zweimal noch. Haben wir noch die Draken? Ja. Okay, hat aber auch nichts gebracht, ne? Nee. Ist auch nur halb so wild, ehrlich gesagt. Lass mich mal durch da, ich will irgendwo schlafen gehen. Darf ich hier bei euch vielleicht mal rasten? Ich meine, gut, die wiegt schon ein bisschen mehr, diese Rüstung. Die ist nicht die leichteste. Aber ist halt auch dementsprechend komplett ultra stark. Kommt schon, ich kann nicht den ganzen Tag mit euch vertrödeln. Was braucht ihr? Cool, ein Screenshot von dir vielleicht. Das wäre ganz nett. So. Eigentlich will ich hier nur durch. Oh, hoppala. Hallo. So, kurz speichern. Ich hoffe, das stört ihn nicht, wenn ich mich hier einmal ausruhe. Bis geheilt. Neue Stufe erreicht. Charisma mal 5. Oh, das sollten wir machen. Konstitution. Wie viele Trefferpunkte wir pro Stufe dazu gewinnen? Oh, das ist auch nicht gut. Auch gut, meine ich. Nicht schlecht, wollte ich sagen. Geschicklichkeit ist wieder mal 3 und Intelligenz auch mal 2. Würde ich mir echt gerne mal das nehmen, weil wir brauchen das Mana wegen Pest heilen. Ich habe ein bisschen zu viel Schiss davor, ehrlich gesagt. Aber meine Frage, die ich hatte eben, ob dann die Punkte bestehen bleiben. Lass mich bitte durch. Okay. Wenn man praktisch überlevelt, hat sich auch beantwortet damit.
Da geht's in den Turm zurück. Ich glaube, da hinten so eine Tür, die ist versperrt, richtig? Ja. Ja gut, also wir sind jetzt aktuell, glaube ich, komplett overpowered mittlerweile schon für das, was wir eigentlich die ganze Zeit tun. Wir haben... ja, noch eine halbe Glasrüstung. Wir haben noch drei, beziehungsweise mit dem Schild vier andere Teile. Die werden wir uns irgendwann noch nachkaufen, dann die anderen. Aber in dem Sinne sind wir jetzt schon sehr, sehr, sehr krass ausgerüstet. Gehen wir in die Geisterpforte zurück. Ich frage mich, wie viel Schaden wir jetzt noch kassieren. So, ich parke mich mal hier. Ja, auf die Seite werden wir erstmal lange nicht zurückkehren. Da möchte ich nicht so gerne hin. Ich meine, andererseits, wir können eigentlich auch tatsächlich jetzt... wir haben den Rückkehrzauber ja dahin gepackt. Das ist ja in Ordnung. Einfach nur, damit wir nicht mehr hier sind. Ich möchte diesen Bereich verlassen. Ich mag die Geisterpforte nicht, außer den schönen Händler, den es da gibt. Aber sonst bin ich kein Fan hiervon. So, dann parken wir uns einfach mal in Aldruhen und dann suchen wir... oh Gott. Ich dachte gerade, die greifen mich jetzt an, aber das ist nur so ein blödes Vieh, was da angeflogen kommt. Ja, wir sind immer noch sehr nah an der Geisterpforte. Wir sehen hier tatsächlich die Mauer. Die ist hier in Aldruhen natürlich allgegenwärtig. Die geht einfach hier einmal komplett mit dem ganzen Berg wahrscheinlich rum. Das werden wir noch rausfinden, ob sie wirklich komplett rumgeht. Oder nur auf der Seite hier. Ja, die Folge ist auch wieder ein bisschen länger geworden. Es tut mir leid, dass ich so lange beim Händler gerade eben gebraucht habe. Aber ich wollte den bestmöglichen Preis für uns irgendwie rausholen, weil wir ja noch in Zukunft noch weitere Teile kaufen wollen. Ups. Deswegen... ich frage gerade so, warum sehe ich denn meine Hände jetzt auf einmal? Aber okay, wir haben Armschienen an. Also wir sind nicht, nicht ausgerüstet mit denen. Wir haben die schon noch an. Alles gut. So, Mana haben wir 85, ja, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Da fehlt es noch ein bisschen. Und ja, ob wir irgendwie Äther Wellenbrechers Edelsteine jemals finden werden, ich weiß es nicht. Das war eigentlich die Quest, die wir, glaube ich, vor 3 oder 4 Folgen begonnen haben. Oder anfangen wollten. Und jetzt mehrere Stunden irgendwo rumgeirrt sind und nicht das gefunden haben, was wir gesucht haben. Aber naja, so ist es manchmal nun mal. Was ich auf jeden Fall mache, ist diese Schulterplatte hier wieder aufheben. Die kommt in meine irgendeine der Kisten. Aber die können wir dann tatsächlich dann, wenn es wieder soweit ist, irgendwann eintauschen beim Händler. Andererseits, wir können die auch verkaufen und mit barem Geld das kaufen, das geht auch. Das Problem bei den Baren ist halt, ich gebe das gerne wieder aus für Zauber und so weiter. Aber vielleicht denke ich ja daran, dass wir ein bisschen was sparen müssen. Ja, wäre schon cool, wenn wir die Vulkanglasrüstung uns voll erkaufen können. Und ich weiß, man kann sich, auch irgendwo natürlich finden in irgendwelchen Dungeons, in irgendwelchen Daedra-Schreinen wahrscheinlich. Ich meine, einen Dolch haben wir schon gefunden. Aber es wird natürlich lange, lange dauern, bis wir die mal vollständig gefunden hätten. Deswegen kaufe ich sie mir lieber einfach, weil damit sind wir deutlich besser in der Welt unterwegs, kriegen deutlich weniger Schaden. Ich meine, das wievielfache hat die von unserer Rüstung? Die hat 17. Also mal über das Fünffache auf jeden Fall. Knapp das Sechsfache könnte das sein. Jetzt mal so, wenn man es überschlägt. Ich meine, Fünffache ist 50 plus 35. Ne, exakt das Fünffache eigentlich. Mit 85 wäre das hier Fünffache. Ja, das ist eine Menge. Fünffacher Rüstungswert und auf einmal auch Zustand. Das hält ja 1500 hält hier aus insgesamt. Die hält 100 aus. Gut, das hält 500 aus, das hier 400. Trotzdem, ihr seht schon, das liegen Welten dazwischen. Ich glaube, die erfahrenen Morrowind-Spieler wissen, wovon ich rede. Und ja, ich habe schon so lange auf die Vulkanglas-Rüstung gehofft irgendwie. Jetzt haben wir sie doch gefunden. Zwar anders wie erwartet, aber naja, den Weg nehme ich auch. Gut, genug des ewigen Rumgelabers. Wir sind schon wieder bei über 50 Minuten. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Mal schauen, wo wir in der nächsten Folge weitermachen. Ich habe ja gesagt, mit der Magiergilde würde ich gerne ein bisschen weitermachen. Aber bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.